Also ich glaube, ich fühle mich überhaupt nicht verpflichtet dazu, irgendwen irgendwo herumzufahren, weil die Bahn streikt. Wir haben uns ja inzwischen an Bahnstreiks gewöhnt und ich habe immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich in meinem Auto alleine fahre und eben keine Fahrgemeinschaft bilde und andere Streikopfer mitnehme. Hast du dieses schlechte Gewissen auch? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich fühle mich überhaupt nicht verpflichtet dazu, irgendwen irgendwo herumzufahren, weil die Bahn streikt. Die Bahn sollte sich verpflichtet fühlen, den Streik zu beenden, indem sie bessere Konditionen zur Verfügung stellt. Aber ist es nicht schon ein Problem, jetzt mal von Bahn hin oder her ganz abgesehen, wenn ich noch Platz hätte für vier, vielleicht andere drauf warten und ich sitze da ganz alleine im Auto, muss ich nicht teilen? Ist das keine ethische Verpflichtung? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahre und möchte mich konzentrieren, nicht genervt werden, ist ja auch immer eine irritierende Situation, wenn man Fremde im Auto hat. Also man kann ja nicht verpflichtet dazu werden, fremde Menschen im Auto zu haben. Es gibt ja Apps, die bieten einem an, also meinetwegen, ich habe eine Lasagne gemacht, habe was übrig und ich kann dann in der App meine Lasagne der Nachbarschaft zur Verfügung stellen, anstatt die vielleicht wegzuwerfen. Würdest du das nicht mitmachen? Nein, das würde ich auf gar keinen Fall mitmachen. Also wenn ich weiß, dass unten meine Nachbarn, die ich kenne, noch ein Stück Lasagne möchten, gebe ich das gerne ab. Aber die Vorstellung davon, dass wir jetzt irgendwie möglichst alle alles teilen sollen, ist meines Erachtens erstens ideologisch und zweitens steckt jemand dahinter, der davon profitieren möchte, zum Beispiel diejenigen, die die Apps machen. Wenn die gerne die Milliarden teilen möchten, die sie mit den Apps machen, dann gebe ich meine Lasagne ab.